Salut, 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 salut Familie. Salut General. Malaiko Maniana, einen wunderschönen guten Abend. Salut, salut, salut. Wie geht's euch? Am gut und selbst. Wunderbar. Was mit dir? Was machst du denn da? Noch ein Kokainpäckchen, ich hab genommen. Gut. So nochmal salut, rührt euch, steht entspannt. Schön, dass ihr da seid. Hübsch seht ihr alle wieder aus. Dankeschön, danke. Ey, Walla. Du warst der Einzige, der nicht gemeint ist, Alter. Ja, okay. Gut, Update. Was gibt's Neues, seitdem ich gestern weg gewesen bin bis jetzt? Ja, bitte. Soll ich erzählen? Ja, gerne. Wir haben gegen Blatz gefightet, wir haben die Speedrun und dann wurden wir Speedrun, also. Von wem? Von Tijuana. Ach, wo ihr gekämpft habt, da in. Unser Schwarzer wurde angegriffen vom Blatz. Ja. Das war ein kurzes Prozess. Okay. Also haben wir ganz schnell weggelegt. Sehr stark. Daraufhin hatten wir dann so ein großes Ego, dass wir gegen Kitorana gefeiert haben. Ja. Und waren zu gierig natürlich. Haben dann verkackt leider. Ja, wer war, Hände heben, wer war vorher schon bei der alten Truppe dabei, wo wir genau das gleiche Problem hatten? Wer war dabei? Ein paar von euch waren dabei. Starke Truppe, Krieg gewonnen, das gewonnen, hochmütig, bumm, gegen irgendwelche Tröten da verloren. Also ich sag jetzt nicht, dass die Tijuana Tröten sind, ich denke, das sind gute Jungs. Wenn man einen Kampf so extrem gut gewinnt, den nächsten so auf die leichte Schulter nimmt, geht man hinten los. So. Den Schwarzmarkt haben wir verteidigt, das Wichtige gegen Tijuana war, wie ist das zustande gekommen? Jemand hat mir noch Geld geschuldet. Mann, frech. Was du? Weißt du eigentlich, wer hier vor dir steht, hast du, Bruder? Wir haben dieses Spielchen hier erfunden, Bruder. Was soll das? Wer hat wie viel Geld und wie viel Geld kriegst du? 50.000. Okay, alles klar. Gut. Nein, 150.000. 50.000, gut. Ja. Ja, Bruder, 50.000 waren es, richtig? Warte, ja, genau. Gestern 10.000? Hey, hey, Tarsa. Bruder, jetzt gleich sieht man nur noch irgend so Schrift bei dir, wo du stehst, Bruder. Der ist ein bisschen... Gut, 50.000 war es, ne? Genau. Ja, gut, sehr stark, gut. Gut, der Typ hat 50.000 geschuldet, dann haben wir gegen die verloren, das heißt, wir haben 50.000 verloren. Kann er genau. Behalten sein Geld. Gut. Genau. Gut. Alles klar. War das irgendwie toxisch oder respektlos? Nein, nein, auf jeden Fall nicht. Alles gut. Chapo ist 12er, glaube ich, bei denen, richtig? Genau. Ja, Chapo war sehr lange hier in der Familie. Keine Ahnung, 2 Jahre. Deswegen sollte da irgendwie, da sollte nichts aus der Kontrolle geraten. Wie gesagt, der war mal einer von uns. Der hatte seine eigene Familie. Und, gibt es da noch sonst irgendjemanden, den wir kennen von da? Irgendwelche bekannten Leute? Nee, ich glaube nicht. Okay. Gut. Das Ding ist aber geklärt, ja? Ja. Gut, das heißt, wir haben nichts offen. Was mit Blatz? Wie lief das ab mit denen? Ganz Speedrun, ganz schnell gemacht. Ja, ja. Nicht mal ich meine, das Reden danach. Gab es da noch Rederei? Oder? Ganz okay, ganz alles okay, gut. Ja. Gut. Ja, ja. Gut. Wie gesagt, ich sag das euch auch nochmal hier. Ich habe gar nichts gegen diesen armen Blatz. Im Gegenteil. Wie soll ich das sagen? Auf der Tafelrunde wurden die irgendwie nur so hoch gelobt, dass ich da ein bisschen auf der Tafelrunde ein bisschen gegen die geschossen habe. Deswegen immer die Augen offen halten. Vielleicht habe ich deren Ego gekränkt. Wie gesagt, ich habe gar nichts gegen die Herrschaften. Aber was ich auch nicht will, ist, dass wir uns ein Beispiel an den Platz nehmen müssen. Und das wurde da auf der Tafelrunde gesagt. Das können die sich alle mal die Haare schmieren. Wir nehmen uns die sollen sich ein Beispiel an uns nehmen. Wie gesagt, wir haben nichts gegen die, aber haltet die Augen offen. Da kann jederzeit irgendwas kommen, okay? Weil ich habe da den 12er von denen ein bisschen an die Brust genommen. Mit dummen Kommentaren so. Eine Frage? Ja. Wo ist Kimo? Ich hab Kimo? Ihn, ja. Bruder, Kimo und Ali habe ich mit Kettensäge Arme abgeschnitten, Beine. Und dann habe ich mit dem Torso Fußball gespielt, 45 Minuten. Und dann habe ich den Fluss geworfen, Bruder. Die sind tot. Hast du nochmal geblattert, der beide? Nein, nein, beim ersten Mal war nur geblattert. Diesmal habe ich ihn hingerichtet, Bruder. Holla, mein Bruder Kimo, ja. Willst du auch in die Fresse geschossen haben? Dein Bruder Kimo, der uns verlassen hat, dieser Maniac. Nein, willst du auch? Walla, meine Kettensäge hat noch Benzin. Walla, ich habe noch Benzin in Kettensäge. Sag, Bruder, ich schneide deine Arme ab. Du so schnell, Bruder. Du bist direkt hinterher. Ich schneide meine Arme selber ab für dich. Warum, was sagst du über Kimo? Der ist tot. Soll ich dir dein Grab zeigen? Kannst du Blume drauf legen? Einmal ein Fatih Hafen. Ja, mach das gerne. Gut. Sonst noch irgendeine Frage? Hä? Nee. Nicht? Gut.
Doch, ja, ich. Bitte. Ja, sag mal. Wenn wir heute, also wenn wir jetzt nichts mehr zu tun haben, könnten wir nicht ein bisschen Hermano wieder, wie damals ein bisschen. Alles das machen wir jetzt sowieso, aber wir haben doch Animas, also Animas fahren wir jetzt sowieso. Ja, sowieso, ja, Mensch. Also nochmal, diese eine Stunde oder zwei Stunden, die ich am Abend durchheben, können wir auch zusammen ein bisschen chillen. Und danach habt ihr sowieso, könnt ihr machen, was ihr wollt. Aber ich bitte euch, falls es wieder zu irgendwelchen Konflikten kommt, wenn ihr eine Familie rasiert, den nächsten, jeder Kampf müsst ihr wie Endspiel sehen, Jungs. Es geht immer um alles. Eine Sache, die hier in dieser Stadt für viele Familien normal geworden ist, was für uns jahrelang, und wenn ich sage jahrelang, dann meine ich jahrelang, wir waren es nicht gewohnt zu verlieren. Viele, viele Jahre, okay? Aber hier in dieser Stadt haben viele Familien dieses Verlieren als, ja, das ist halt so, wir haben verloren. Das müssen wir uns wieder austreiben, Jungs. Wir sind Gewinner, wir gewinnen. Jeder Krieg gegen egal wen, wir wollen gewinnen. Und wir gehen da nicht locker rein und wir gehen da nicht rein mit halbe Dings, weil der Gegner will uns auch immer ficken. Und habt ihr gesehen, was gestern passiert? Also jeder Fight, bitte ein Endspiel. Hat das jeder verstanden? Bitte. Ja. Endspiel. Bruder, es geht um alles, Bruder. Wenn wir reingeht, es geht um alles. Egal gegen wen, egal ob es ein kleiner oder ein großer Grund ist, Jungs und Mädels. Aber wir sind keine Verlierer. Weil viele Familien hier in dieser Stadt sind es gewohnt, inzwischen zu verlieren, an der Wand zu stehen, abgerippt und ausgeraubt zu werden. So. Wir haben in 3 Jahren Cousins haben wir vielleicht 20 Mal an der Wand gestanden. In 3 Jahren. Die Leute hier stehen 20 Mal in der Woche an der Wand. Deswegen sage ich euch das. Ja, bitte. Ja. General, wegen diesen Autos für die Familie, schwebt Ihnen da was im Kopf? Oder hätten Sie da. Bruder, ich bin doch der Letzte. Ihr müsst euch überlegen. Ihr müsst gucken, was gut ist. Und dann sprechen wir darüber. So, ihr müsst mir das sagen. Okay. Was soll ich holen? Ein 500er SEC oder was? Ja, Mercedes geht ja nicht. Joe Berlingo. So ein G63 oder so. Sonst hätten wir wieder den S500 holen können. Oder VW T-Bus. Männers, macht euch Gedanken. Ihr wisst, was ihr braucht. Wallet, Iva, Levin, hier die ganzen anderen. Ihr könnt euch da absprechen, was da gut ist. Und dann sprechen wir darüber. Okay? Ja, machen wir. Ihr müsst mir das sagen. Ich kann jetzt, was soll ich jetzt zu dir sagen? Ich will ein Dingsbruder. Mercedes Sprinter. Aber wichtig, macht euch da Gedanken, was da gut ist und sagt mir das. Leitet das weiter an mich, dann sprechen wir darüber. Gut, sonst noch irgendwas? Nichts. Ja. Nein, kein X6. Ja, okay. Die Frage ist jetzt bei der Bestellung mit den Waffen. Sollen wir jetzt Langwaffen mitnehmen oder nicht? Beziehungsweise willst du auch nochmal mit Mendes reden wegen der Abgabemenge? Also ich würde lang, oder? Wir haben genug Pistolen, oder nicht? Ja, eigentlich schon. Ja. Zwischen 200 und 300 ist mal grob eine Summe. Ja, also müssen wir auch ein paar Langwaffen ranholen. 200, 300 reicht, das ist doch Puffer für ein paar Wochen. Ja. Aber das Ding ist, wir haben halt die Pistolen Kohle sind günstig halt momentan. Genau, deswegen wir haben gerade die Kohle mit den Batterien. Wir haben jetzt auch 200 Batterien, hat Frank organisiert. Ja, aber warum nehmen wir die Batterien nicht für die Langwaffen? Ich kaufe einfach mit unserem Geld diese scheiß Pistolen. Wir haben genug Geld, Digga. Scheiß ich doch auf diese Batterien. Wir haben 200. Ja, das ist halt die Frage. Wir kriegen halt nur 8 die Woche Langwaffen, ne? Ja, die müssen wir auf jeden Fall nehmen, diese 8, wenn wir nur 8 kriegen. Ja. Versteht ihr, was ich meine? Und der Rest können wir. Und 10 Pfund. Wir müssen Max nehmen, was wir an dem Rest kriegen. Und 10, der Rest Pistolen. Die Tags würden wir auch mitnehmen, genau. Ja, alles mitnehmen, was wir da kriegen, Jungs. Das ist sehr wichtig. Und den Rest füllen wir mit Pistolen auf. Bestellt eben. Okay, und wann kriegen wir das? Ich denke mal, morgen wird das sein. Die Kosten, was waren das? Ich glaube 1,4 oder 1,5 Millionen. 1,46 oder 1,44 Millionen. Gut, Geld ist ja drin, nimmt das raus, tragt das ein Investor ganz rechts. Ich vergesse mal. Kein alter Bekannter. Das ist ganz rechtzeitig. Wer ist das denn? Geh doch mal vor. Salut, General. Hallo. Lauter reden, bitte lauter. Hören Sie mich? Ich höre dich. Wer bist du? Ich bin Buddy. Ups. Der alte Buddy. Ja, der alte Buddy. Oh, Salam alaikum. Alaikum salam. Schön, dich wiederzusehen. Ja, freut mich auch, hier zu sein. Wie lange warst du weg? Ein Jahr oder so, Alter? Boah, 7 Monate, bestimmt, ja, 8 Monate. Ja, krass, locker. Krass. Ja, will schön, dich wiederzusehen. Ja, freut mich, hier zu sein. Was ist dein Plan jetzt? Weiß ich nicht. Ein bisschen Zivi sein, ne? Ein bisschen chillen. Sehr gut. Hab schon mit Alper und so geschnackt. Ein paar schön. Sachen. Da möchte ich mich auf jeden Fall. Alles klar. Also weißt du, was zu tun ist, ja? Ja. Wunderbar. Buddy, schön, dich zu sehen. Danke. Ja, ich hab schon Alper meine Dings. Memoli. Ja, General. Animas Update.
Wir haben Zuwachs bekommen. Einige Herrschaften, die neu in der Stadt sind, haben nach Arbeit gesucht. Ich habe erstmal meine Hand denen gereicht und ich muss gucken, wie sie sich entwickeln. Gut. Wie sieht Kasse aus im Animus? Siebenstelligen Bereich. Gut. Eine genaue Summe will ich wissen. Kriegen die Leute alle, werden die bezahlt, die Leute, die da arbeiten? Die Alten sind ja kaum noch da, weil Ali ist jetzt zum Beispiel bei den Cousins, Peyton ist beim DOJ. Mhm. Und jetzt muss ich gucken, wie die Neuen sich machen und dann natürlich wird es Auszahlung geben. Gut, den Leuten soll es an nichts fehlen. Das Geld ist da, dass die Leute da alles haben, was sie brauchen. Auf jeden Fall. Gut. Gut, sonst noch irgendwas? Peyton ist bei DOJ? Guck mal, hör mal zu, Fressmaul, Fressmaul, wie so eine bulgarische Dame am Hauptbahnhof, die mir was im Maul drin stecken hat, schluck runter und bevor du runterschluckst, hebst du die Hand und sagst, darf ich was sagen? Ist das schwer oder was? Ja, bitte. General, könnt ihr was sagen? Ja, schluck runter. Hab ich schon. Ich höre noch, wie deine Zähne zusammenkleben. Ja. Boah, wie ekelhaft. Jetzt darfst du nicht mehr. Boah, du darfst, das war's. Du sagst nichts mehr. Ekelhaft. Seltsam mit Glaswasser, ich muss. Das ist so ekelhaft, ja. Ja, sag. Ja, auf jeden Fall. Peyton ist ja beim DOJ, hat er gerade gesagt. Ja. Ist das nicht ein Auftrag für unsere Anwälte und Bruder, was redest du? Ja, weiter, was ist das? Auftrag was? Ist das nicht schon ein Auftrag für dich mit entführen und dann so Kopf abschneiden und Wasser werfen? So. Und dann für was? Ja, was? Krasser Plan. Wir entführen Peyton, die zu uns gehört, vom DJ entführen will. Und dann? Ja, warte, lass sie mal reden, bitte. Und dann? Dann entführen wir die und machen Film. Und, ja, okay, jetzt weiter. Ja, und was machen wir? Und dann? Und was denn dein Plan? Für was? Und dann? DOJ ist doch Dings, diese Fischkarte. Sie ist Anwältin. Ja, aber nein, okay, ich verstehe doch. Wir entführen eine Anwältin von DOJ. Okay, und was sagen wir denn? Was wollen wir denn? Nein, die ist Anwältin. Hey, Aizan, hör mal zu. Was wollen wir denn? Was wollen. Stimmt, die sogar mit Ali. Aber was sagen wir denn dem DOJ? Wir haben jetzt jemand. Was wollen wir denn? Nein, wir töten einfach. Den Donner. Einfach töten. Wir entführen und töten die einfach. Warte, ich bin dabei. Mein Spaß. Was? Wir entführen die und töten die und dann was kommen wir wieder, machen wir wieder die Ausstellung, oder was? Ja. Ja. Alles klar, Bruder. Warte, ey, komm. Alles klar. Gut, hat noch jemand was? Ich kann dir gerne meinen Plan schicken per E-Mail. Nee. Bruder. Ich alles gut. Ich will nicht respektlos sein. Alles gut. Komm, habt ihr noch was? Nix, alles klar. Komm, lass eine Runde. Besetzt die Autos, lass mal eine Runde in die Stadt fahren. Bisschen eine halbe Stunde Präsenz zeigen, ja. Und was ein paar Anwälte entführen gehen. Ja, wir entführen unsere eigene. Wir entführen Memoli und töten ihn einfach. Ja, was ist das denn? Der will einfach unsere Leute entführen. So ein Quatsch. Ja, Bruder, du willst Peyton entführen und dann töten. Ja, aber warum muss ich wissen, dass die Anwältin nicht dachte, sie ist so mit Karabiner, sie läuft und klatscht. Ja, okay, und auch wenn sie da ist, und was machen wir, dann entführen wir sie. Sie ist die höchste Richterin im Staat. Wir entführen sie und dann. Und sag, Wallah, oh mein Gott, alles. Ja, du bist Bruder, mit dir kann man nicht reden. Wallah, wie du Abitur machst, Bruder. Da sieht man in Europa komplette Systemversagen aktuell, Bruder. So Leute wie du rutschen ins Abitur, Bruder. Die wissen nicht mehr, was sie tun, Bruder. Fühl dich. Nein, hör mal so. Bruder, lass mal. ChatGPT-Abitur, ja, ja. Ab heute, ich bin so, wie ich in der Schule bin. Ja, bitte mach mal, bitte. Okay. Bitte nur heute, sei so, bitte. Lass mal Capture the Flag machen. Ja, ey, komm, wir machen das. In 20 Minuten, wieder gewinnen, fahren, in 10 Minuten. In 11 Minuten, Bruder. Was hast du nur für eine Uhr, Bruder? Ich lass direkt eins besetzen. Macht, ey. Wir dürfen alle mitmachen? Ja, die ganze Stadt. Okay, alles auch klar. Auch PD und so, MD, alles. Boah, im Glas riecht das wie eine Mische. Ich dachte wirklich so, die hat auf einmal eine Fahne bekommen. Ja. Also Bruder, Fahne wir machen ist ja, auf, was das, du weißt, was Fahne bedeutet. Hier wenn ist es. Hier, ja, pink. Fahne schmeckt scheiße. Alkoholfahne. Gut, selbst danke. Orange schmeckt besser. Schmeckt kacke. Ganz einfach. Hier, ich also trinke es gerade. Was wow. Mir zum Beispiel nicht geschmeckt hat, ist Red Bull Wassermelone. Boah, ja. Das schmeckt wirklich extrem wässrig. Ich mag Wassermelone eh nicht kacke. So gerne als Geschmack. Ich schon. Boah, nein, ist nicht so gut. Boah, viel zu süß. Ah, oh, nee. Nee. Boah, ich habe immer noch Gänsehaut. So, ey Jungs. Wir gehen mal die Farben durch. Eins im Chat. Wer findet,
Das blaue Gut, Juneberry, ist relativ neu. Wer findet das gut? Das ist gut. Ich finde es gut. Das blaue Juneberry, gut. Eins. Genau, würde ich auch sagen. Wieder an, Jungs. Kann man trinken. Kann man trinken. Wer findet das rote gut? Zwei in Chat. Also nicht nur eins, sondern ich will jetzt auch sehen. Rot. Wer sagt, rot ist gut? Zwei in Chat. Zwei von mir. Geil, rot liebe ich. Rot liebe ich, Bruder. Rot geil. Sommer kalt mit Eis. Wunderbar. Zwei auch super. Zwei super. Kann man trinken. Ist jetzt nicht das Beste von allen, aber gut. Blau und Rot. Gleiche Kategorie. So, grün. Drei in Chat. Wer findet grün gut? Drei in Chat. Boah, grün ist wild. Grün ist wild, Jungs. Ich schmeck das gerade. Das ist eklig. Also dieses Pinke, ja, Jungs. Aber ey, das Grüne liebe ich. Das Grüne ist wild. Also die ersten drei, alle gut, meiner Meinung nach. Nein, das hat nichts damit zu tun, Bruder. Das Gelbe. Bei Gelb bin ich raus. Das ist das Erste, wo ich raus bin. Gelb bin ich raus. Gelb ist nicht meins. Gelb ist für mich gleiche Kategorie wie Pink. Ja, ja, ich mag das. Ich mag nicht Tropical so. Ja, ich weiß, es schmeckt nicht schlecht. Aber ich sag, das ist ja auch nicht scheiße, das Pinke. Aber ich sag, ich finde die vorderen drei besser wie das Gelbe jetzt. Pink würde ich in die gleiche Stufe wie Gelb machen. So, dann haben wir das Dunkelblaue. Wer findet das gut? Vier in Chat. Dunkelblau, vier in Chat. Wer findet das gut? Auch wild. Was war das Dunkelblaue nochmal hier? Heidelbeere, ja gut. Heidelbeere auch gut. Das Blaue ist auch gut. Super. Ja, Jungs. Hallo, hallo? Hört ihr mich? Ja. Auch gut. Alles gut. Aua. Auch gut. Aprikose. Aua. Auch geil. Sind der P, oder was? Ey, ja. Wild. Erdbeer-Aprikose. Da kann nicht. Ich aber auch nur so zu Shisha. Das ist so ein Getränk, gerne, das ist so süß. Nur ja. Mit Shisha, Bruder. Eine Pfeife hat das sehr gut gepasst, Bruder. Voila, gut, Jungs. Könnt ihr probieren. Kannst du 18:30 herholen und bleiben. Schön, Chico Nerd. Der liegt irgendwo ins Handy jetzt. Also kann man sich geben. Summer Drink, genau. Der ist für den Sommer geil. Ist wirklich ein Sommer. Das ist ja auch Summer Edition. Also der ist wirklich gut, der hier. Dann haben wir noch Weiß. Da bin ich auch raus, leider. Also, das ist für mich das Schlechteste. Ich bin kein Kokostyp, ne? Wer findet Weiß geil? Ich kann es nicht trinken. Schreibt mal in Einzelchat, wer findet das Weiße geil? Da bin ich raus bei dem Weißen. Habe ich einmal geholt. Ich kann Kokos nicht. Urch, weiß ich. Urch hat mir erzählt, der trinkt den gerne. Gell, wenn man Kokos mag. Ja, man muss Kokos mögen, ne? Kokos ist, glaube ich, so ein Geschmack, den muss man echt mögen. Ja, man muss aber Kokos mögen. Ich bin kein Kokostyp, ja. Wenn man Kokos mag, ist es bestimmt geil. Und jetzt, für mich, ganz klar, eigentlich der geilste, der Lilane. Den, der ist auch sehr süß, aber den könnte ich zum Beispiel eiskalt einfach ansetzen und leer ballern, Bruder, den hier. Oh, der Lilane ist wild. Den Lila schmeckt wie Seife, meinst du? Oder weiß? Ja, Akai, ja, Achai oder wie das heißt, ja, wie schwarze Dose. Also eigentlich sind alle krass. Kokos kann ich nicht trinken, also kann ich trinken, schmeckt mir nicht, weil ich keinen Kokos mag. Ansonsten, würde ich sagen, gelb und pink. Ich lasse gerade das Video fürs auf letzten Platz machen, weiß oder? Bei mir, ansonsten alle gut. Und ich kann halt jetzt nicht weitermachen. Ja, der neue, der pinke, ich hab das den hier, ich hab mir den geholt heute. Nee. Also, nee. Wir brauchen die Sachen, weißt du, Gabriele? Nee, Jungs. Den werde ich mir nicht mehr holen. Ich hab dir den Geschmack gerade im Mund. Nee. Wisst ihr, wie das schmeckt? Kennt ihr diese Klosteine, wie die riechen? Kennt ihr das? Früher in der Diskothek lagen immer so Klosteine in der Toilette drin, wenn du drauf gepisst hast. Diese Klosteingeruch. So wie Klosteine riechen, so schmeckt der Scheiß hier, Bruder. Ja, wie Klostein, so künstlich irgendwie, ich weiß nicht. Das hier, das gefällt mir nicht. Ja, wie Waschmittel. Weißt du, wie das schmeckt? Wie Lenore. Waschmittel war das Richtige. Jetzt habe ich Lenore, Jungs. Wie Lenore, Bruder, ekelhaft. Das kenne ich gar nicht. Das hier kenne ich gar nicht. Warum kommst du nicht rein, Bro? Wo ist das?
Kennt ihr das? White Cherry? Kennt ihr das? Ich kenne das nicht. Wir machen mal Kalito aus. Ja, ja. Server ist am Arsch, Jungs. Server ist am Arsch. Kalito, die alles am Abkacken. Kennt ihr White Cherry, Jungs? Ey, und ein Call muss ich wieder mal machen, ne? Also, Jungs, ich bin ehrlich, ne? Und ich habe alle drei probiert, ne? Hier. Also, Jungs. Jungs, wer hat sie probiert? Seid ehrlich. Ey, ich habe mir alle drei geholt. Und alle drei sind gut. Nicht wie die letzten drei. Die sind gut. Sie sind nicht so Sperrmüll wie die ersten drei. Die ersten drei fand ich Sperrmüll. Also die drei sind um Welten besser wie die ersten drei. Ja oder nein, Chat? Jetzt habe ich es perfekt geschrieben. Die drei sind viel besser als die letzten drei. Weil die letzten drei, Bruder, das war ja Spülmittel, Bruder. Die ersten drei waren gottlos, Bruder. Also die ersten drei war meiner Meinung nach eine Schande, dass er das überhaupt rausgebracht hat. Ne? Und dass ihn da keiner von abgehalten hat. Versteht ihr, was ich meine? Aber die kann man mal trinken. Die kann man trinken. Die sind jetzt nicht zu krass, aber man kann sie trinken. Ehrlich. Richard Red Bull oder Gönnage? Ja, Red Bull, Bruder, natürlich. 100%. Bruder, Red Bull ist King. Aber, Jungs, ihr wisst, wie viel Energy ich getrunken habe, ne? Ich habe früher, keine Ahnung, jeden Tag eine Monsterdose getrunken, ne? Ich trinke schon lange kein Energy mehr. Das hier ist der erste Energy, Bruder, vielleicht seit einer Woche oder so. Und davor habe ich mal eingetrunken, wieder, also ganz selten. Diese Gönnergies habe ich getrunken, nur 2-3 Schlücke von einem. Von einem habe ich ein bisschen mehr getrunken. Vielleicht mehr als dein Vater. Groupies auf High Wim, als wären wir Nirvana. Gold auf der Chain ist für Brüder, die stramm waren. Glocke auf mir, ja, das ist keine Uzi. Name ist Cousin, doch wir keine Cousis. Du warst zu frecher, dann slide ich wie Tusi. Stehst du noch da, wenn ne Kugel dir zufliegt? Ey, stehst du noch da, wenn ne Kugel da war?